pardon. Wir haben den Namen von Schwätzen nochmal erst. Ich finde das 10 Uhr, da gebe ich proposieren, dass wir aufhängen. Ich gebe ich herzlich begrüßen und merci so die Journalisten, die wie gesagt physisch haut heiß sind. Die Pressekonferenz ist aber auch mal hybrid in dem Sinn, dass auch wie gesagt Leute zugeschaltet sind, die dann am Streaming mitkriegen. Wie gesagt, die Analyse vom Staatsbudget 2021, den wir mit euch wollten. Dealen. Das Staatsbudget, und ich meine, das wissen wir alle gut, denn das macht das wichtigste Gesetz vom Jahr, weil da die Prioritäten von der Regierung festgehalten gehen. Eher den Nori Dondlinger und den Gilles Reding mehr im Detail von verschiedenen von unseren Ausführungen gehen, ein paar allgemeine Kommentare zu dem Budget. Erstens an der Kurzterm. Der Coronavirus hat die Staatsfinanzen fest am Griff. Wir haben einen großen Defizit 2020 und noch einen großen Defizit estimiert für 2021. So groß war der Defizit bei der Finanzkrise bei weitem nicht 2008, 2009. Die Staatsschuld geht an die Lut. Die Regierung geht sich also damit Moyen für die Krise entgegenzuwirken und für die Wirtschaft zu relancieren. Eine antizyklische Politik sozusagen, und das ist in unserem Namen richtig und wichtig. Eine Spur- oder Austeritätspolitik wäre an diesen Zeiten kontraproduktiv. Aber wir sollten nicht vergessen, und da müssen wir auch schaffen, mittelfristig für Staatsfinanzen zu konsolidieren, damit wir in Zürtow nicht aus den Augen verlieren. Das wird nicht einfach gehen. Es wäre vielleicht ein bisschen mehr einfach, aber das ist eigentlich nicht mehr pertinent in dem Sinn, wenn wir die letzten Jahre, so wie wir das oft auf dieser Platz gesagt haben, ein bisschen profitiert hätten für mit den exzedent budgetären Reserven umzugehen. Zweitens, auch wenn die Bekämpfung von der Krise am Vordergrund steht, der wir die strukturellen Mittel langfristig strukturell die Vieren, die wir hier im Land tun, nicht aus den Nähe verlieren. Das Staatsbudget, und das begrüßen wir, setzt du eine Reihe Akzente. Wir gucken da mehr präzise das Logement an Transition Energetik. Am Logement gehen eine Reihe gut Aussätze gesagt, aber an unseren Nähen, und da gehen wir mehr im Detail darüber, wenn das gewünscht ist, als das, was du hier gesehen hast, keine adäquate Antwort für das Problem von genug abordablen Wohnraum zu schaffen, für das an den Griff zu kriegen. Da gehen die Überlegungen, die wir uns gemacht haben, wo wir der Meinung sind, dass der Staat allein das nicht packt, mit dem du sich auch kennt, ein Modell vorstellen, wo Staat und Privatwirtschaft zusammen auf dem Weg unterwegs sind. An der Transition Energetik gibt es zwei Partner oder zwei Akteure, das sind Bürger und sind Betriebe. Es ist richtig und wichtig, dass es so manche Moyen anstatt Budget gehen für die Bürger, die für die Bürger gedurcht sind, für das die kann auf seiner Seite Sachen bei sich daheim an einem Alltag umsetzen. Das sind richtig und wichtig Aussätze. Bei den Betrieben sind auch Sachen prévu, aber da sind wir der Meinung, und da gehen wir noch mehr im Detail darüber an, dass du ein Schöp nachlegen müsst, weil die Betriebe ein wesentlicher Akteur an der Transition Energetik sind. Und dann ein dritter Punkt: Transition Energetik ist wirklich am Budget viel präsent.
Die Umsetzung davon wird uns dann an eine minohaltige Wirtschaft feiern, was absolut zu begrüßen ist. Dafür ist aber auch wichtig, nicht mit Kap zu machen, an den ominösen Modell Ökonomik von der Zukunft, den das Land braucht, zu definieren. Seit Jahren diskutiert, mit irgendwo so richtig weiter kommen wir nicht, sondern in dem Kontext kann den oder soll den den Dossier Fasch vielleicht als Opportunität unzugesehen, anzugucken für eine Politik-Ökonomik, eine mehr strukturierte ökonomische Politik zu definieren. Modell Ökonomik für die Zukunft ist, wie gesagt, für uns alle gut wichtig. Und auch wenn die Corona uns, wie ich eingangs gesagt habe, fest am Griff hat, soll den aber nicht die mehr langfristigen Überlegungen vergessen, weil alles dreht viel mehr sehr an auch Lützeburg. Muss ich definitiv erstellen an Wissen, in welche Richtung es wird nicht langfristig in der Wesen. Und dafür auch den Titel, den wir dem Staatsbudget gehen haben, Plädoyer pour un budget de relance, présentant des perspectives claires à moyen et à long terme. Weil er das gesagt hat, gebe ich dem Nori Dondlinger das Wort für an Chiffren zu gehen, auch eine Reihe Steuermesuren zu appreciieren und dann auch auf eine Reihe Defizite anzugehen. Und eine Reding wird mehr die Transition energetik belichten und die Akzente, die das Staatsbudget durchsetzt. Okay, merci Tom. Wie gesagt, wir wollten uns die Herzhöhlen heute noch einmal präsentieren. Erstens, Leute gesagt, den ganz guten Impact, den die Krise sanitär auf die Staatsfinanzen hat, das ist wirklich enorm. Mit einem Defizit von 4,3 Milliarden um Niveau von der Administration publique, was der Staat aus Sens large aus, die können am Anfang durch ein Defizit um Niveau vom Zentralstaat, wir sehen heute ein Defizit um Jahr 2020 von 5 Milliarden Euro. Den Defizit wird gerechnet, dass den sich halbiert 2021, die bleibt aber relativ hoch mit 1,7 Milliarden um Niveau von der Administration publique. An 2,5 Milliarden um Niveau vom Zentralstaat. Wo könnte ein Defizit hier? Wie gesagt, ihr könnt durch die Administration zentral hauptsächlich. Das ist ganz einfach, das sind am Anfang auf der einen Seite Resetten, die angebracht sind um 1,5 Milliarden Euro und auf der anderen Seite die Pensen, die explodiert sind um 3,6 Milliarden Euro, bedingt dadurch, dass zumindest die Sanitärmesuren finanziert gehen. Am Gesundheitsbereich und dann natürlich auch wird müssen die Ökonomie geholfen kriegen über staatliche Hilfen. Um nächste Grafik sei den Anfang wie graf, dass die Krise heißt, den Defizit ist fünfmal so groß, fünfmal so hoch wie an der Krise 2008. Ich hatte für gesagt, wir leihen bei graf 5 Milliarden Defizit um Niveau vom Zentralstaat. Wenn ich das vergleiche mit der Krise 2008, dann liegen wir 101 Milliarden. Aber wenn wir mal wie begrüßt haben, das sind die Investitionen, die ganz heiß bleiben und nach an die Lut gehen, sie leiden von über der längerfristigen Moyenne. Kita sind aber so, dass sie verschiedene Jahre gedoppt sind durch verschiedene Militärausgaben. Aber wenn das ein bisschen sagen möchte, dass die Investitionspolitik von den Gemengen, Gemengenwerten über 300 Millionen Euro Männer kriegen, und wir riskieren, dass durch verschiedene Investitionen entweder reportiert gehen oder carrément annulliert gehen, was dann auch die Handwerk wird betreffen. Die Investitionen sind für uns wichtig aus zwei Ursachen. Einerseits, weil die Montage unterstützt wird, was wichtig ist an Zeiten von Krise. Und auf der anderen Seite sind die Investitionen wichtig für die Ökonomie von mehr 14 Berichten, Beispiel Mobilität. Wie gesagt, wir haben hohe Defizite. Die Defizite können nicht finanziert gehen über Reserven. Dafür muss der Staat zurückgreifen auf das. Und dafür geht logischerweise dann auch das an die Lut. Wir haben das heute genannt, dass wir einmal inkontournable für eben die Ökonomie zu unterstützen, für die Sanitärmaßnahmen zu finanzieren, muss man auf das zurückgreifen. Das als generelle Appreciation von der Budgetpolitik von der Regierung. Wie gesagt, wir begrüßen, dass der Staat heute auf das zurückgreift, für die Ökonomie zu unterstützen.
ob die Jahre 2020 und 2021 auch für die Sanitärkrise, für die Fehler von der sanitären Krise zu finanzieren. Was mir auch begrüßen hat, sind die höchsten Investitionen. Ich meine, wir wirklich den falschen Moment für eine Spurpolitik zu machen an dieser Zeit, weil ich nur die Ökonomie aufwirken. Was mir auch begrüßen hat, dass das kein generell Hass gibt von den Steuern. Und was Tom Virion vielleicht schon gesagt hat, am neuen Term, natürlich, wann die Krise hier rüber ist, muss ich gucken, für eine Konsolidationspolitik zu machen, für auf den Weg der Tugend zurückzufahren. Da will ich kurz auf verschiedene Steuermaßnahmen angehen, nicht alle gut. Ich meine, es sind 17 vier gesehen, weil sie wirklich stehen, die Tantwege interessieren, de près ou de loin. Den Taux d'amortissement accéléré für den Logement locatif, da geht ein Taux von 6-4% an Dauer, wo applicable ist, von 6-5 Jahren. Da haben wir am Anfang Zweifel geäußert, immer wie, dass das eine effektive Mesure wäre, für die Problematik vom Logement in den Griff zu kriegen, für Wert. Aber man hat gesagt, was interessiert die Investisseure, dass das für alle avantageuse Finanzierungskonditionen. Wir wissen, dass die Taux immens niedrig sind. Dann ist es doch so, dass ein Investment an den Immobilier ein sicheres Investment ist, auf jeden Fall viel mehr sicher wie an einer Anlehren. Und das natürlich auch die Expektative und Plus-Valuen, die hier mitspielt. Andere Punkte, das ist die Renovation energetique durable, das ist ein Neumaßnahme für den Logement locatif, den Taux d'amortissement angefordert von 6%, den applicable ist für eine Dauer von 10 Jahren. Wie wir gesagt haben, das ist ganz klar eine gute Mesure, eine effektive Mesure, weil es auch Lenkungseffekt hat für die Proprietären von Logementen. Das ist teuer dann von Proprietären an die Wohnungen zu investieren. Wir sehen am Anfang eine Win-Win-Situation, den am Appartement oder Haus wohnt, der Lokatär profitiert, weil er mehr Energiekosten zu bezahlen hat. Der Bauer, der Proprietär, profitiert, weil er investiert und sein Logement durch mehr Wolle kriegt. Und auch die Handwerker profitiert natürlich davon, weil er den positiven Effekt hat auf den Markt. Was aber ist, die Mesure heute, die konzerniert am Anfang just 30% von den Haushalten heute zu Lützburg, weil es 30% Lokatären heute zu Lützburg gibt. Dafür gehen wir hin und wir proposieren eine supplementäre Mesure, die sich auch um die 70-1% Menagen adressiert. Das heißt, die Proprietär sind von ihrem eigenen Logement und daran wohnen. Und da haben wir proposiert, dass sie nur ein Appartement abfeiern für die Renovation energetik. Das ist, dass auch die könnten ihr Haus, ihr Appartement energetisch renovieren und auch könnten dann von einem Appartement profitieren. So dass man von der ganzen Population von heute touchieren. Dann den TWS von 3% auf der Renovation. Da ändert dann von, dass das Alter vom Immöbel aufgesetzt wird, von 20-10 Jahren. Natürlich, in 10 Jahren kann ich schon von dem Tod der TWS von 3% profitieren. Das ist eine Mesure, die wir begrüßen, weil es eine Forderung ist, die wir schon relativ lang haben, die auch Sinn macht, wie den Progrès technologique, den wir am Bau haben. Lang, wenn man alles guckt, was die Performance energetik ist, die Fortschritte, die du in den letzten Jahren gemacht gesehen, manchmal gibt es Sinn, dass ich auch nur 10 Jahre schon kann, renovieren kann. Heute haben wir auch eine supplementäre Mesure proposiert, und zwar das in der Plafond von der EIT, gibt es Absätze von 50.000 auf 100.000 Euro. Wie wert, mit durch den Effekt von der Inflation aus dem Plafond am Laufe der Zeit mehr wert gehen. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass für ein paar Jahre den normalen TWA-Satz abgesetzt ist von 15-17%. Und dadurch also auch die Plafond heute mehr wert. Eine Maßnahme, den Abattement pour Reduction de Loyer. Der Proprietär kann eine Entreprise in Deal oder die ganze Loyer nachlassen, kann das dafür steuerlich geltend machen. Das im Jahr 2020, den Abattement, der beträgt zweimal die Reduktion vom Loyer und das plafonniert auf 15.000 Euro, was dann einem Loyer entspricht von 7.500 Euro am Jahr.
Auch der Teutner ist für uns ein ganz effikas Mösier, weil es die Betriebe erlaubt, hier zu fixen, zu reduzieren. Wir bedauern allerdings, dass die Mösier relativ spät kommt. Ich habe für gesagt, die gilt für das Jahr 2020. Wir sind nur praktisch im November, das heißt, das Jahr ist praktisch gelaufen. So dass in Anfang der Lenkungseffekt heute ein bisschen verliert. Dadurch ist der Plafond effektiv relativ niedrig von den Leuten guckt, die müssen bezahlt gehen. Dafür als Propos, erstens, das heute ein Instrument auszuweiten ab Jahr 2021, die Krise wird weitergehen, auch nur dem 31.12. Da wird der Virus nicht stehen bleiben. Und zweitens, den Plafond substanziell herabzusetzen. Dann ein anderer umweltpolitisch müssen, dass CO2-Steuer, CO2-Tax, die angefordert wird. Du musst gefragt, effektiv wird ein FE wie ob die Finanzpubliken, das ist nicht evident, wie das vorauszusehen, weil längerseits Preise hochgehen dadurch. Und das misst dann ein Bestfundament matt zu springen, logischerweise. Die Mösier wird auch ein FE auf die Haushalter, den aber attenuiert wird für die Menagen, die mit niedrigen Revenuen haben. Erstens dadurch, dass Steuerkredite an die Lut gesetzt werden und zweitens dadurch, dass die Allokation der Wiescher an die Lut gesetzt wird. Natürlich muss auch vorgestellt werden, dass dann der Fee auf die Hand weg von der doten Tax und schmeckt das Glas klar, dass dadurch Kästen werden an die Lut gehen von den Handwerksbetrieben. Kästen werden an die Lut gehen auf drei verschiedenen Niveaus. Erstens wird ein Transport angeht, schon heute Beispiel gehen von der Konstruktion. Baubetriebe, die müssen Material auf die Chantier bringen, die müssen hier Engine auf die Chantier bringen, die müssen man Bauschutt auf Deponie fuhren. All das wird natürlich mehr teuer gehen. Zweite Niveau, wo spielt das ist die Energie, die benutzt wird am Produktionsprozess. Beispiel den Ofen vom Bäcker, den alimentiert wird mit Gas. Und dritte Niveau, wo das heute spielt, die Tax, das sind Chauffage-Kästen. Weil das eine generelle Appreciation von den Steuermesuren, von denen ich geschwärt habe, alles für Transition Energetik ist, beispielsweise Renovation Energetik, da fanden wir, dass die Mesuren in die gute Richtung gehen. CO2-Tax, da haben wir ein bisschen mehr nuanciert Haltung, wir sind nicht gegen den CO2-Tax, sind aber der Meinung, dass Betriebe müssten eine Kompensation kriegen, dass sie müssten Kompensationsmesuren vorgesehen, wenn es kein Alternativ gibt oder kein abordabel Alternativ, preislich abordabel. Den Logement, da sind wir der Meinung, dass die Mesuren, die heute angekündigt sind, wenig Impact werden haben auf den Marché du Logement und da haben wir auf die Evolution von den Preisen. Da gibt es noch ein ganz paar die anderen Mesuren, die heute vorgesehen sind, schon ein paar abgezählt, der Regime der Patrie, die Evolution von den Stock Options, die Integration Fiskal, das sind nur Steuermesuren, die die Handweg entweder gut nicht oder just marginal betreffen und dafür man die am AVI nicht kommentiert. Da kommen wir zu der zweiten Partie, da geht am Anfang darum, dass das mehr kurzfristig die Ökonomie zu relancieren und das mehr längerfristig, dass wir los schon mit der Post-Covid-14 bereden. Für das tun wir die vier in Akkordherm. Und da haben wir für dich mal, dass das Urgenz helfen, für die Betriebe, für die Ökonomie eben rum zu relancieren. Du war nicht mehr spät wie letzte Freude eine Pressekonferenz von den Ministern Fayot, Dallas und Tansan, die auch da neue Mesuren vorgestellt haben. Und wir wollten auch ganz kurz ein darauf angehen. Erstens den Chômage partiell, wenn am Anfang die effikasste Mesur war, die wir bis jetzt hatten an der ganzen Krise, für über drinnen zu kommen. Aber da approbieren wir, dass gesagt wird, dass den Chômage partiell verlängert wird, über den 31. des 12. des Jahres heraus. Kita, sie muss sagen, wir kennen nur noch nicht Modalitäten, wie das neue Regime wird ausgesehen. Da gibt es noch zwei neue Eden vorgestellt. Das eine, das wird die Relance. Das ist am Anfang die Verlängerung von dem, was wir kannten als Fonds de Relance et de Solidarité. Das ist eine Mesur, die wir natürlich begrüßen, weil die dann verlängert gehen an der Zeit. Was wir auch begrüßen, dass die Extension hin auf die Kommerzen, die Detail am Magasin, sodass auch Handwerksbetriebe können heute von der Beneficiären, Handwerksbetriebe, die
eine Boutique haben, so eine Schlomol, wie zum Beispiel der Alimentationsbetriebe Bäcker Metzler oder zwei andere Personen. Zweite Neuheit, die angefordert wird, das ist die Contribution au coût non couvert, auch der das sind, müssen die wir begrüßen. Die betrifft für allem Sektor Vulnerable, wo auch die Handwerk teilweise mit aufgedeckt wird. Das ist eine Neuheit, die positiv ist an dem Sinn, wollen sie Kosten aufdeckt, wie du nur siehst, die nicht von anderen Eden aufgedeckt gehen und dafür komplementär ist per rapport zu anderen Eden. Dann haben wir uns auch Gedanken gemacht über die Investitionen. Ich habe vorhin gesagt, dass es wichtig ist, für die Investitionen hochzuhalten. Wir, unserer Meinung nach, haben sie aber nicht alle dieselbe Priorität. Gehen am Anfang, von Schell mal flapsig ausdrücken, mehr intelligent Investitionen wie andere. Oder die haben sie mehr intelligent wie die anderen. Ein wichtiges Domain, ich meine, das gesagt, auch Schipferin, den all der NRW ist, das ist Mobilität, wo wir der Meinung sind, dass sie müssen, was wir heute genannt haben, Réseau de mode de transport intégré favorisieren. Das empfangen wie Puzzle, wir denken ganze Party Puzzlestücke, den Bus, den Tram, den Zug, den Privatauto und Mobilität aus. Und all die Stecker müssen irgendwie aneinander greifen. Herr Schipferin soll dann auf den Moyen zurückgreifen, denen am besten arrangiert. Geht auch für uns Dorems Doffer, um öffentlichen Transport auszubauen, für allem den Zug an den Tram, für Wert, weil die mehr Kapazitäten haben für Bussen. Anderer Punkt, auf den der Jules Reding nur noch angeht, ist die Elektromobilität. Den Logement, ich meine, das ist eine von den größten Defizien, die wir haben. Da geht einfach darum, Doffer Logemente in Generalanlu zu setzen, dann in Partikulier Doffer von Logement abordable. Die Ökonomie, da hat Handwerk ein großes Problem, dass das nicht genug Terrain verfügbar sind an der Sonderaktivität Ökonomik regional. Das steht sogar auch teilweise am Projet de Loi dran, wird geschwärzt von einer Pénurie aktuell de Terrain viabilisé. Wir haben noch geguckt am Rapport d'Aktivität vom Ministerium der Ökonomie, dass die vier Lasten an dem Lasten verhängt wollen. Da sind am ganzen Land am Anfang just noch 10 Hektar verfügbar für die verschiedenen Sektoren, lang Handwerkbereich schon das X-Fach. Dafür sind wir, müssen wir heute schnell agieren, bei einer längerfristigen Perspektive, dass wir die für so eine Aktivität transfrontalier zu machen, für den autonomischen Ländern zusammenschafft. Wie gesagt, da gedenkt auch die Probleme, juristische Probleme, und das werden nicht von heute auf mehr gelöst kriegen. Dann ist es aber nicht nur wichtig, an Tatwehr zu investieren, wenn ich es so kann ausdrücken, mehr auch an Formation, an Innovation, an Recherche, will man eben keine Ressourcen naturellen heute zu Lützburg haben, will unser Geschäftsmodell von früher, den basiert wird auf der Exploitation von nicht der Souveränität, für den Löserlös zu angeht, muss man auch Kompetenzen investieren, Kompetenzen von den Leuten, muss man investieren an Verbesserung von Produkten und Services, noch an den Development von neuen Produkten und Services und natürlich auch Digitalisation. Aber ganz kurz, Zahlen über die Investitionen, Mobilität, du gesagt, die wirklich, dass das eine Priorität ist von der Regierung. Drei Sachen rausgegriffen, die Pense vom Fonds du Rail, den Tram und den Fonds de Route, das länger ein Invest von 550 Millionen Euro. Wenn wir dann per Konto de Logement gucken, das sind die Pense von dem Spezialfonds, da schwätzt man von 141 Millionen Euro, was dann für uns relativ wenig ist, dass zum Beispiel Männer wie den Fonds de Route an einem Jahr ausgeht. Dann Investitionen an Formation, Innovation, Recherche, auch da gesagt, dass das eine Priorität von der Regierung ist. Schon heute zwei Beispiele gegeben. Die Pense vom Fonds de l'Innovation, die belaufen sich auf 147 Millionen Euro. Und die Universität von Lützburg kriegt eine Dotation von 231 Millionen. Die mehr strukturell, die führen aus ein Defi, ich meine, das ist ein von den Hauptdefien, Logementspolitik, wo wir am Anfang mehr offensiv Logementspolitik von der Regierung geben werden. Das ist auch so, dass wir ein Modell proposiert haben, für den Privatsektor und den Sektor Publik zusammen schaffen, ein PPP sozusagen, für eben Doffer und Logement lokativ abordable zu erweitern.
Das heißt, dass die Leute können auch freuen, die unter dem Loyer die Marché leuen. Aber wenn das dich interessiert, die von Details haben wir wie unter dem Kapitel 221, ich meine, wir wollen uns weit feiern, wenn wir hier an Details geben gehen. Voilà, ich gebe dann die Freude geben und der Gilles Reding für Transition Energetique. Merci, Nori. Ja, trotz der Corona-Pandemie stellt Klimapolitik weiter eine Priorität für die Regierung dar. Das weist sich, indem sie an den ambitiösen Zielen für 2030 festhält, aber auch an der Weiterentwicklung vom reglementären Kader. Klimagesetz, notamment mit den sektoriellen Zielen, also in Instanzen wie an der PNEC, gauf am Frühjahr vom Regierungsrat überall an den Preisel geschickt. Außerdem, wie der Nori gesagt hat, wird beim Budgetgesetz ab 2021 eine CO2-Steuer angefordert. Da wollen Sie mir am Kontext von der Energietransition an unserem Moyen analysiert, die die Regierung für die Bürger und für die Unternehmen zur Verfügung stellt. Auf dieser Seite sind dann die Mesuren durchgestellt, die wir als effikaz betrachten. Das ist zum Beispiel die Förderung von der Elektromobilität. Hier gibt es einen anständigen Pack von Mesuren, angefangen vom Ausbau vom Reso von den Schnellladestationen bis zu den Primen für Elektroautos und Elektrovelos und noch Ladestationen für daheim. Was noch fehlt, ist die Subvention von Ladestationen an den Betrieben. Das ist aber auch die Promotion von den erneuerbaren Energien wie die Photovoltaik mit den attraktiven Abspeisetarifen oder auch mit den regelmäßigen Appelldoffern für die Migrosanlagen. Und das sind aber auch Mesuren für die energetische Renovation zu fördern, wie zum Beispiel den attraktiven Primhausregime für Partikulieren, aber auch die neuen Fiskalmesuren. Hier sind die Instrumente aufgefordert, die zu verbessern sind. Das ist zum einen der Regime Klimaprä beim Logement, den am Anfang quasi gar nicht genutzt wird. Und zum anderen Teil ist das der Regime Dette für die Unternehmen. Zum Fakt, dass der Support und Promotion von dem Regime klein ist, kennt noch dabei, dass die Pensen um Niveau Budget quasi 50% für 2021 gekürzt sind. Als Konklusion haben wir Zweifeln, ob die hohen Ziele können erreicht gehen, wenn nicht adäquat Moyen breit zur Verfügung gestellt gehen. Da wollen wir drei Propositionen. Erstens sollen die Unternehmen gestärkt gehen durch ein adaptiertes Budget und durch gezielte Instrumente, wie zum Beispiel ein Klimapakt für PME. Zweitens soll der Bürger nach mir gestärkt gehen durch zwei gezielte Reformen, nämlich das Reform vom Klimaprä und die zweite Reform, die durch das 2021, das ist die Reform vom Primhausregime, die nach mir attraktiv gemacht soll gehen. Und zu guter Letzt soll der Staat seinem exemplären Rolle gerecht gehen, zum Beispiel indem sie die nötigen Infrastrukturen zur Verfügung stellt, indem das öffentliche Gebäude energetisch renoviert gehen und indem die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut gehen. Voilà, tun wir da sind ich mit meinem Deal durch. Wie ich auch ganz gesagt habe, wie gesagt, wenn man so eine Transition energetik, dann bei der Nachhaltigkeit ist immer bei der ominösen Frage, wie gesagt, von der Modellökonomik von der Zukunft für ein Land wie Lützeburg. Das Dossier Fage, unabhängig von der Förder der Gendas, wird gewiesen, dass man einen Handlungsbedarf von für sich Kriterien zu gehen, Appreciationskriterien zu gehen, wie ein Betrieberin gerne auf Lützeburg hat oder nicht. Also es geht darum, für einen Konsens zu finden, zu definieren, was die fundamentale Orientation von der Wirtschaft von Moor ist. Kriterien der Evaluation, an dem man die drei Aspekte von dem Development Durable konsideriert, das heißt die ökonomischen Kriterien, die ökologischen Kriterien und die sozialen Kriterien. Diversifikation als nach wie vor wichtig,
vertikal, denken du an den Finanzsektor, den auch die letzten Jahre schon gewesen hat, dass man sich kann flott aufstellen, auch neue Geschäftsmodelle findet, wie auch horizontal Sektoren, die nicht mit dem Finanzsektor zu tun haben. Da gibt es zwar, und ihr wisst, dass 5 Sektoren prioritär, die definiert sind, aber wenn man sich das nicht genau anguckt, dann ist bei vielen von den Sektoren ganz überschaubar, was ein Emploi da ausmischt, respektive für den Sektor prioritär Logistik, kann man sich vorstellen, inwiefern das kompatibel ist mit Überlegungen von Nachhaltigkeit. Ich denke da an Camion notamment. Also Kriterien d'Evaluation, wir haben einmal wie versucht, da zu erklären, wie in der Zeit gucken müssen, die drei Sachen, die drei Kriterien gucken, da muss ich natürlich auch den, die Ökologie gucken, weil das den Impact auf Wasser, auf die Natur. Wir uns Kriterien gehen, wir können uns nicht erlauben, dass Leute an den Prozeduren drehen, nicht wissen, ob sie willkommen sind oder nicht. An der Fin de la Journée können, kommen sie dann nicht. Das schürt die Attraktivität vom Land. Wir können uns das nicht zu oft erlauben. Wenn ihr dann thematisiert, so ein Dossier wie die Joghurtfabrik, da das dann an den Medien geht, das berechtigterweise thematisiert, aber das nicht nur Betriebe, die wollen auf Lützeburg kommen, die konfrontiert sind mit schwierigen, langwierigen Prozeduren. Denn Tom Oberweis, der Präsident von der Chambre des Métiers, hat an den Neujahrspart gesagt, wir sind auch eine PME-Nation, wie auch noch hier, wie gesagt, viele Betriebe aus dem Handwerk und aus anderen Sektoren, die es schwer haben, sich zu implantieren, also die Simplifikation von den Prozeduren. Wir sagen, das war seit 20 Jahren, irgendwo stehst du irgendwie mal ab, mit das nach wie vor ein Sujet, wir müssen da weiterkommen, weil es geht immer mehr komplex und es muss eigentlich mehr komplex gehen. Die Kollaboration mit den Autoritäten muss renforciert, verbessert gehen und wir müssen auch gucken, notamment die kleinen Mittelbetriebe, die aber Trägheit von unserer Wirtschaft sind, besser an ihren Demarschen zu begleiten, Stichwort Implantation, für nehmen das Beispiel zu nennen. Wenn ihr seht, ein neues Modell oder wie ein Modell für Lützeburg, mehr durabel, mehr nachhaltig, sind natürlich auch Ingredienten, die da spielen, Produktivität, wie gesagt, verbessern, Stichwort Formation, Kompetenzen, Digitalisation, die am Handwerk am Gangen ist, wirklich Progress zu machen, wird sicher da unterstützen und das verbessern. Die Efficacité energetique, Energie renouvelable, auch das, wie gesagt, als ein Ingredient, den wir am Avi auf vier streichen, Mobilität, also schon gesagt gehen, an der die guckt, Konsumation von Terrain, wir sind eben Klangsurface, dafür müssen wir vielleicht trotzdem dann enke de Courage schon an gucken, mehr Dance zu bauen, mehr Dance-Projekte zu definieren. Wie gesagt, am Resümee, das ist ein Budget-Avi, wo wir so ein den er adaptiert an der schwierigen Zeit, an der wir sind. Die Zeit, dass das ein Kraftwerk für einen Mensch, pardon, für alle Einzelnen, für die Betriebe, für den Staat, dass die Prioritäten so gesagt gehen, wie eingangs gesagt, als berechtigt. Es wird auch noch viel geguckt, wie gesagt, auf verschiedene Bereiche, mehr wie an anderen. Aber wenn in der Meinung ist, dass das Logement, dass das so den Hauptsujet oder eben den Hauptsujet ist, da geht das, was die Regierung noch angedeutet hat, aber was sich dann noch ein bisschen hier am Staatsbudget niederschlägt, nicht durch. Da muss ich zusätzlich Moyen sich gehen und muss ich auch vielleicht einer Wehr fangen, auch vielleicht wegkommen von der Illusion, dass, wie gesagt, Staatshand das Problem vom abordablen Wohnen an den Griff kriegt und dass das Modell, so wie an unserem AVI vorgeschlagen, den öffentlich und Privathand mit denen verbindet, für zusammen mehr weit zu kommen, en nombre et en qualité von Wohnungen, das wäre an uns nahe, wie gesagt, wesentlich. Aber das gesagt, ich gucke ein bisschen auf Dauer, es ist mehr wie eine halbe Stunde. Ich hoffe, es wäre nicht zu lange, und ich, wir geben uns frei, wie gesagt, für frohen Remarken, Suggestionen, die da gut wissen, dass, wie gesagt, der Gros am Dokument hier ist, wird relativ
dicken ist, weil wir da, wie gesagt, relativ versichert tun, Pisten auch, wie gesagt, für Zukunft abzuzichten. Voilà. Ich weiß nicht, wen vielleicht als Echten sich will lancieren. Ja. Ja, boah, das sind zum Beispiel Betriebe, die direkt mit dem evenementiell zusammenhängen, wie Treteren, Party-Service, die Sachen, die praktisch im Boden leuen. Dadurch eben das Fest annulliert gehen, reportiert gehen. Ja. Ja, also das, den evenementiellen so Sektor, den lo auf Hand gehen, das sonst schon mal für ein Jargon, also eine Definition zu haben, evenementiell, da fällt viel Sektoren dran, muss ich vielleicht mittelfristig gucken, wie ich das vielleicht mehr präzisiert, aber da fallen neben dem Treter eine ganze Partie einer Handwerksaktivitäten drin, Fotografen, Ateliergrafiken, also schon das löscht nicht ganz am Kap, die als am Fond de Relance abgelöscht, also evenementiell, da ist nicht nur ein das wird uns schlecht vorstellen, da ist auch viel Handwerk drin. Und in dem Sinn begrüßen wir, dass die Sektoren, denen nicht wirklich nicht gut geht, das sind die, für die Raison evident, die um evenementiell hängen, dass die unterstützt gehen. Wie gesagt, im Handwerk geht es global gesehen nicht gut, mit keinen Unterschieden an den Branchen. Es gibt Branchen, da sind Männer schlecht, und die Branchen, da sind ganz schlecht, wenn man mit Träter schwätzt. Das definitiv nicht flott, und du hast ja auch perspektivisch ganz schwer, auch aufgrund von der Pressekonferenz von gestern zu so eine Pandemie, wie geht das weiter, kommen Restriktionen, kommen keine, weil auf Fall wie sein es hier, es wird ja kein Konzern oder keine größeren Sachen stattfinden, und das ist, du siehst Perte-Schiffer der Fähre von 80-90%, und das in der unterstützt, das ist wesentlich, und das begrüßen wir auch ausdrücklich, dass die Regierung eigentlich von Anfang an versichert wird, auch oft an der Urgenz, aber die verschiedenen Branchen aus dem Handwerk zu begleiten. Ja. Ich meine, Problematik ist ähnlich gelehrt. Es geht um Prozeduren, um ausländische Investitionen, die heute in Lützburg investieren. Und was uns interessiert, durch uns Betriebe, ist eben, dass Prozeduren schnell vorgehen, egal was das Resultat los ist. Ich meine, ob man Facebook oder Google, ob man ja oder nicht dazu so mit Betrieben sollen eine schnelle Antwort kriegen. Und ja, ich meine, viel mehr geht dazu nutzen zu suchen. Aber was dann noch ein bisschen ja, was problematischer ist an den Dossiers, sind oft die alle Retouren. Der Betrieb wird dann gefragt, soll der dann treu bringen, soll eine Solution bringen, dann bringt eine Solution, da gibt es immer Probleme, ob ein anderer Platz kommt, sind die permanent alle Retouren. Und ich meine, dass dadurch für Lützburg kein gutes Bild nur draußen Matzen springt. Also das ist nicht evident, also ich meine, Problematik, ich meine, da sind wir eigentlich die meisten Gens, dass wir die haben. Für Antworten zu finden, das ist nicht so einfach, aber wie gesagt, Prävisibilität ist wichtig, für Prävisibilität müssen sich Kriterien geben, und denen sie sich da kann orientieren, aller vor den Interessenten von außen an uns Verwaltungen, das ist der erste, wie gesagt, und der zweite sind Prozeduren, sind Progress gemacht in den letzten Jahren, aber du hast aber nach null oft noch oben. Wir müssen, ob das am Logement, also bei der Implantation von einem Betrieb, also bei anderen Sachen, müssen wir sehen gehen, das Land wird sehen auf eine kurze Wehe, das sind wir schon lange nicht mehr, auch wenn wir uns das heute nicht wollen angestehen. Und das sind aber zwei fundamentale Sachen, die wichtig sind. Après haben wir begrenzten Terrain, das ist auch evident, dass Betriebe, die 15 oder 20 Hektar brauchen, dass man der nicht können allzu viel unwählen, weil sonst tun wir mal einfach den Territorium nicht wie große Länder. Aber dafür ist es trotzdem wichtig,
dat in sich Kriterien gibt, an die Hummer an Tonke teilnet. Und das bringt dann aber relativen Durchschnitt an die Menge, sollte man spüren, weil sonst, wie der Nori Tonlinger richtig sieht, wird irgendwann vielleicht Männerbetriebe umklappen. Und dann haben wir ein Problem, weil wir brauchen aber, wie gesagt, eine Diversifikation für die Ökonomie. Wir brauchen auch neue Betriebe, sind auch Betriebe, die zurückfuhren, die abhalten, durch Krise oder auch nicht durch Krise. Und dafür ist es wichtig, dass man, wie gesagt, nicht nur Hannover, wie das Lützburg, auf der Karte präsent ist, wenn ausländische Investoren gucken, wo es dann in Europa interessant quasi für sich zu lokalisieren. Aber vielleicht du noch dazu gefühlt, ich habe immer geschwärzt von dem Nachhaltigkeitscheck, aber der Fakt ist, der geht noch nicht. Und das ist eben das, wo man so und das, was wir brauchen, dass man die drei Aspekte gucken, den ökonomischen Aspekt, den Umweltaspekt und den sozialen Aspekt. Und wenn den dann noch, das ist das, was man mal Vision zu den überlegen, auf welche Richtung das in Lützburg Ökonomie wird entwickeln. Und den Dossier Fersch wird ja gewiesen, dass anscheinend du innerhalb von der Regierung die Türen nicht dieselbe sind. Ich meine, es gibt drei größere Aggregate an den Staatsdepensen. Das ist klar, dass da müssen Aktionen geschehen. Das sind Depensen, die funktionieren vom Staat. Dann nur die Investitionen und dann die ganzen sozialen Transferen. Und was die Leute da draußen oft falsch verstehen, wenn ich von Spuren schwätze, dann heißt das nicht unbedingt Depensen reduzieren, aber das kann auch heißen, dass Depensen immer noch schnell klommen in Zukunft. Und ich meine, dass das was wichtig ist, dass ich zum Beispiel gucke, dass Depensen das Funktionieren vom Staat eben in Zukunft immer noch schnell klommen, dass sie vielleicht Digitalisierung mehr nutzt beim Staat, für mehr effizient zu sein. Ich meine, der Staat ist nicht ähnlich wie Betriebe, es gibt überall Luft und Urben, man kann ihn alles optimisieren. Bei den Investitionen, wie gesagt, wenn der Staat denkt, dass Geld nicht hat, für alle Investitionen zu machen, dann muss ich eben Prioritäten setzen. Und nochmal, wie haben wir ja gesagt, was für uns Prioritäten müssten sein. Und Sozialtransferen, ich meine, das ist ein Credo, den wir schon jahrelang immer raufbieten, von Staatsukasuen, denn das für eben mehr simuliert, Sozialtransferen zu machen, mehr selektiv. Das heißt, dass in wann es nicht mehr geht, soll die Sozialtransfere bannen und zum Beispiel Kondition der Revenu von den Ménagen. Was ist nach Frohen oder Marken Hanne, über das Streaming, ja? Nein, den hast absolut nicht gelesen. Du hast ja auch die Föderation gesagt, die haben sich in den letzten Monaten oft geäußert. Wir feiern den Bauschutt, was ja noch nicht toxische Substanzen sind, feiern wir durch das Land, was ein riesiger Kastenpunkt ist, was ökologisch eine Katastrophe ist. Wir haben das nicht hier in der PowerPoint hellkell abgesucht. Wir wollen so eine Sonde Aktivität. Wir brauchen noch einen Plan sektoriell. Von Bauschutt deponieren, das tun wir nicht. Da muss auch drüber geschafft gehen. Also, das nicht, wenn wir das aber nicht bringen. Wir können nicht immer alles bringen, aber das ist wirklich ein Sujet, den ist ganz akut, effektiv. Merci, wie gesagt, für die Frau. Und auch da Planung, Prävisibilität. Und es kann nicht sein, dass der Betrieb von Römmling auf Colmar Birsch fährt, für wenn ein Familienhaus baut und durch den Boden raushält, für den Keller zu machen. Und da haben wir ein riesiges Problem. Und wir bringen es nicht fertig, hier zu Lützburg, wie gesagt, das hinzukriegen. Und das ist kein toxisches, das Boden. Und da fehlt, denke ich, auch um politische Willen. Ich denke auch, dass die Leute oder die Bewohner, wenn dann in der Charge soll sind, dann also auch ganz sicher,
in einer SPL, die dann ein Problem hat, wenn man da hört, und eigentlich ist das nicht zu verstehen, weil wenn ihr gesagt zum Beispiel zu Straßen, die ist ob, die ist dort zu, das ist ja kein Problem, das gesagt und plus gut aus, und du leid ja gesunde Boden, du hast nichts Toxisches. Also es gibt Beispiele, wo es machbar ist, wenn wir keinen Plan, wir haben keine Prävisibilität an den Betrieb, und da gibt es Funden auch mit da, das spiegelt sich auch am Preis, am Preis herum. Ich meine, was dazu ergänzend, was wir brauchen, also Reso von den Chargen, die wird ganz Land verdient. Das kann ja möglichst kleine Strecke müssen zurücklehnen an den Reso, den uns eben im Moment nicht komplett sind. Das kann ja oft müssen von einem Chantier am Süden auf Colmar Birsch führen. Problematik ist dahin, dass kein Terrain zur Verfügung gestellt gehen, wird auch dann immer am NIMBY-Effekt zusammenhängen. Schiffre wird bauen, mit der Bauschütte soll aber bei den Opa getippt gehen. Also, in generell Antwort, da kann ich mir nur, ich kann an die Teil gehen. Also, wir haben, und ich würde mich nicht ganz gern so, wenn ich dem Zwischenker will widmen, wir haben, ob an einer ganzen Reihe Domänen, von der Kreation der Entreprise, über den Komodo, über den Urbanismus, immer an acht Themenfelder, konstant an ganz präzise, an realistische Proposen. Wir haben die gemerkt, wir haben Versicht, Regierungsmember, weil sie unterschiedliche Kompetenzen an das Gespräch zu kommen, und, weil ich muss so dass an das Gespräch kommen ganz schwierig ist, für das dann daraus auch noch konkret müssen entstehen, das ist nach mir schwierig. Also wir haben da ganz detailliert Proposen, das ist zum Teil technisch, wie ich kann Prozeduren verkürzen, indem ich vielleicht Sachen parallel verlässt. Der Nori hat vielleicht ein, zwei Beispiele, vielleicht am Logement oder kann ihn so. Wir haben da wirklich steht, dass eine technische Diskussion dafür ist auch schwer, ob der Platz publik zu feiern, was Leute so wie was hätte er da gern mit Kind Stellschrauben und die kann drehen. Und, ohne da den Naturschutz auf Frage stellt, ohne da den. Also, wir wollen nicht, man bagger durch den Busch fahren. Wir wollen, dass. Wie gesagt, an den verschiedenen Domänen, mir das gilt aber auch an verschiedenen Bereichen, dass wir gucken, mehr schnell zu gehen, ohne dass wir die Sachen, die uns wichtig sind, außen vor lassen. Mit das machbar sind, Progen, ehrlich gesagt, geschieht, mehr aber nicht genug. Und darüber müssen wir schaffen. Und das ist auch ein Punkt, ob ich noch attraktiver ist oder nicht. Und ob ein Lotissement, an welchen Zeitrahmen die gemerkt haben. Ich weiß nicht nur, ob ich immer auf die Zölle nicht mehr kann, pardon, so. Und für ein paar Jahre hatten wir geguckt, gerechnet, und festgestellt, für ein Lotissement zu machen, dass en moyenne, von dem Moment, wo ich gewiss wird, bis die Sachen durchstehen, en moyenne 7 Jahre. En moyenne, das heißt. Das sind Sachen, die gehen sehr, das sind auch Sachen, die gehen wie los. 7 Jahre, das scheint immens lang, fast zu lang. Und dann hört das auch, wenn man es mit Kästen von Wünschmanns. Ich weiß noch, vielleicht soll es sein, vielleicht ein konkretes Beispiel. Wie gesagt, gebe ich ganz gerne. Gelift? Ja, weil wir müssen im Internet sind auch Sturm, ich kann nicht so gerne, wie gesagt, zeigen. Ich kann nicht aber ein konkretes Beispiel geben, also das ist eine relativ technische Diskussion, wie Tom Virian sagt. Mit einem Gesetz, weil den unbedingt nicht vereinfachen, dass das eben über das Aménagement kommunal, wo die Prozedur von der Bauautorisation festgelegt ist, von PAG und PAP. Und wir haben immer gefordert, dass sie zum Beispiel für PAP zu ändern, eine allegierte Prozedur soll aufhören, die erst effektiv kommen. Die ist aber nicht so allegiert, wie die Nummer, das könnte vermuten lassen. Das ist noch immer relativ schwer und träge. Das ist den E-Wolle und dann ist der Wolle, dass immer noch ein Kusch dabei und dabei kommt, wie dann zum Beispiel mit dem neuen Projekt über das Patrimoine kulturell, wo ich dem noch weh muss Vorrage machen oder gucken, was unter dem Boden dann dem noch weh aus, was Prozeduren natürlich nicht mehr sehen möchte und noch nicht mehr billig.
mit Schwarze von zwei verschiedenen Sachen. Das, was du schon angeschaut hast, das war PAP und das tun als PAG, der Plan d'Aménagement Général. Und das, die Projekte haben schon im Büro leihen. Ich muss aber sagen, dass ich die Teile noch nicht geguckt habe. Wenn es keine Frage oder Remarke mehr wäre, dann gebe ich mich vielmals Merci so für das Interesse. Und dann, wie gesagt, die werde ich noch wahrscheinlich noch, dass wir die letzten Monate als viel von der Pandemie geschwärt gehen, die Auswirkungen, die wirtschaftlichen und auch die sozialen. Ich meine, da, wo das Staatsbudget diskutiert, geht da kommentiert, geht das da mehr im Fokus. Und das ist auch gut so, weil es sind die zwei Facetten, die man muss gucken, dass hier ein bisschen das, was die Regierung versucht, eine Gratwanderung zu machen, zwischen Wirtschaft funktionieren lassen und unterstützen, da, wo sie wirklich ganz stark impactiert, das an eben den sanitären Kriterien, dass man durch die Busch kommen, dass Kliniken nicht zu viel belasten und so weiter. Also das ist eine Gratwanderung, das ist kein schwieriges Exerzis, aber wir wissen ja auch nicht, wer vielleicht nächste Woche oder die nächste Woche kennt, an dem nur wer könnt, hat da doch einen Impact und dann auch eine Prävision budgetär, wird ein Defizit überlangt. Ich meine, es sind auch, wenn man in das Staatsbudget guckt, können wir schon mehr speziell, geht nächstes Jahr weitergeführt, da muss sicher Amendement auch kommen zum Staatsbudget, weil die Montagen nicht unbedingt die richtigen Montagen sind, die nur vier, die draufstehen, wie das Budget deposiert können. Voilà, wenn das kein Vorwurf ist, dann gebe ich wieder Merci so und dann schönen Tag, passt auf Ihr Job.